Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pein. Irgendwie flimmert das Bild gerade ein bisschen, aber ist egal. Also bei mir, ich glaube in der Aufnahme nicht. Wir finden Not, genau, wir haben gestern im Stream gespielt. Es geht jetzt wieder weiter, noch ein Stückchen. Ich habe nämlich bald vor, noch ein anderes Spielchen anzufangen. Wir sind hier mit den Fechseln, sind wir gerade auf Du und Du. Das ist auch super so. Und man sieht es hier, Schnuskis Wette. Wir sollen Oth finden und ihn als Wettschiedsrichter einsetzen. Wir schauen mal, wo wir Oth finden. Ach ja, ich weiß, wo wir finden. Wir finden genau da, wo wir schon beim letzten Mal am Rumspringen waren. Da haben wir uns nämlich... Wollen wir mal kurz überlegen. Da haben wir diese komische Dingstuff gefunden. Oh, das Dankeschön. Diesen Parcours. Und ich glaube, zu diesem Parcours müssen wir jetzt dahin, denn wir müssen ein Wettrennen mit dem Fechselanführer durchführen. Nehmen wir ein bisschen Krams noch mit, weil da oben ist das, glaube ich. Das gehört dazu. Und das wird lustig. Sehr lustig wird das, weil wir werden sowas für verlieren. Ich bin ziemlich sicher. Oh, was ist da hinten passiert? Oh, die sind eine Stufe aufgestiegen, richtig? Die Krocker sind gerade... Eieieiei, Ruhe, Vorsicht. Oh, ist gar keiner da. Oder doch? Sie haben mich betrogen, aber ich habe um die Informationen über den Irrtum gewettet. Wie du es... Achso, ist ja Ruhe, verdammt. Wie du es mir geraten hast, wir werden ein Rennen austragen. Eieieiei. Haha, wie ich erwartet hatte. Jetzt ist es an der Zeit, den Betrüger zu betrügen. Du solltest ein bestimmtes Gebräu trinken, das wir normalerweise unseren Alpbafanten geben, damit wir, wirst du nur so zum Ziel fliegen. Wir betrügen? Naja, meinst du etwa, dass sie das nicht tun werden? Such das Gebräu im Obergeschoss und trink es. Triff dich danach mit Schnuski im Stadion. In Ordnung, wir sehen uns dann dort. Okay, sammle die Mixtur ein. So, erstmal Licht anmachen. Ist wieder so laut, ne? So, wo ist die... Ach, da. Fassbogen-Idee, okay. Sportmix-Idee. Und Sportmixtur. Und die soll ich jetzt schon trinken, oder wie? So, und hier drüben ist dann... Nee, da oben nicht. Hier drüben. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll hier. Oh, die hat einen Zeitablauf. Vorsichtig. Na, schaut sich einer an, wer aus dem Bett gefallen ist. Ich bin soweit. Schlag den Gong, die Pfanne, wenn du loslegen möchtest. Eine Pfanne? Ich musste improvisieren. Schon ein Weilchen her, dass ein Rennen ausgetragen wurde. Niemand nimmt es mehr mit den Fechseln auf. Ich frag mich, warum. Okay, zuerst im Zickzack durch die Holzzäune. Okay. Dann darüber springen. Aha, 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 aha. Oh Gott, gibt's dann eine Anweisung dafür? Schieß auf das Ziel und spring über die Spalte. Was? Und dann bist du auch schon fertig. Hast du das alles begriffen, hervorragend? Nein. Okay, ich glaube, wir dürfen runterfallen, oder? Achso. Ah.
Ach so, wo ist die Pfanne? Ach, da hinten ist die Pfanne. Ach komm, bitte nicht. Mist, ich habe die Pfanne übersehen. Läuft die Zeit wirklich schon? Das ist beim letzten Mal genauso auch passiert. Verdammt. Nicht normal? Hattest du etwas anderes erwartet? Ich könnte die ganze Nacht hier sitzen lachen. Das ist für Belohnung genug. Was? Ach komm, nee. Das ist doch... Also. Jetzt aber. Hol dir deine Belohnung. Ach, ich hab's schon geschafft. Ich hab's geschafft. Wie? Jahrelang hat uns sie... na schön, du hast meinen Respekt. Ich werde dir alles sagen, was ich über den Irrtum weiß, aber viel ist es nicht. Okay. Im Prinzip hatte sich der Irrtum von Svexte zu einer der größten Gaunereien aller Zeiten verwandelt. Die Häuptlinge beschlossen, dass sie einen Mechanismus bräuchten, um Zeug in einen noch größeren Mechanismus zu bewegen. Wir erfanden also den einfachsten aller Hebel und verkauften ihn für den Preis von etwas äußerst Wichtigem. Wir bauten das Ding und eigentlich lief es ziemlich gut für uns, egal wie schwierig es mit dem Irrtum wurde. Also was ist dann passiert? Da bin ich mir eigentlich nicht sicher. Ich weiß nur, dass sich der Hebel hinterher zum Vexel-Gauner-Talisman entwickelte. Weißt du was? Nimm meinen. Ich bin mit der Gaunerei durch, für heute jedenfalls. Vielleicht kannst du ihn woanders benutzen. Ich habe einen Hebel. Schlussgiswettet. Wechsel hinten in Auftrag, einen mechanischen Hebel zu erfinden, der bei einer Abschirmung eines sicheren Ortes helfen kann. Okay, und jetzt habe ich einen Hebel bekommen, oder? Irgendwo wahrscheinlich. Den ich hoffentlich nicht verkaufe. Fassbogen. Was ist das? Ein robuster Bogen? Ach so. Siehst du, was haben wir eigentlich für einen Bogen derzeitig? Wir haben den hier. Aha. Ein Dokument, ein Vertrag über fruchtbare Zusammenarbeit. Die Beziehung der involvierten Parteien wird sich dadurch deutlich verbessern. Vielleicht kann man ja mit allen Frieden schließen. Das wäre ja richtig super. So. Bringroff. Ach so, wir haben jetzt dadurch Schlussgiswette erledigt. Jetzt muss ich mal gucken. Man sagt, dass dieser König Sapper vor langer Zeit über viele geheime Technik verfügte, von denen die Schmutzler profitierten. Das Grab zu finden könnte den besten Startpunkt darstellen. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay. Können wir da auch vielleicht schnell reisen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, hier. Warum auch immer ich hierhin schnell reisen kann. Bin ich mit denen noch auf Du? Sieht so aus. Ich bin mit denen neutral noch. Ah, okay, gut. Da. Oh, was ist mit meiner Ausdauer los? Da werden wir mal was futtern, hä? Okay.
Okay, das ist nicht so gut. Da können wir ein bisschen was einsammeln hier wieder. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Wir können jetzt auch mehr mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wo wir das gekriegt haben, dass wir mehr mitnehmen können. Theoretisch schon in der Nähe. Guck mal, das ist schon relativ dicht. Huch! Eine Spur aus grünen Pistalsockeln, genau wie Wes gesagte hat. Sie scheint zum Dorf vor mir zu führen. Oh. Aber nicht noch mehr triggern. Danke. Abhauen ist nicht. Wo haben wir denn hier eine Station, wo wir Dinge tun können? Hier, ne? Hinter mir. Hinter mir irgendwo schräg. Da. Wir müssen uns nämlich ein bisschen wieder freundlich stimmen lassen. Wir sind nämlich feindselig. Die brauchen Dünneisen. Was hier von dem Trockenton? Davon habe ich eine ganze Menge. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Tücher, haufenweise. Was ist das hier? Stumpffels. Stumpffels geht nach unten. Das darf ich nicht nehmen. Dünnfelsen. Ah, steigt nicht so gut. Weichglas brauchen die. Ich muss wenigstens einmal erstmal neutral sein. Ich glaube, das reicht. Okay. Und dann kann ich mit ihnen einen Friedensvertrag machen. Oder? Jo. Was ist das hier? Effizienzplan. Nee, den Effizienzplan machen wir nicht. Einen Friedensvertrag machen wir. So, wie sieht's eigentlich aus? Oh, wir sind hier ganz schön nach unten gegangen. Und auch mit den Füchsen gehen wir weg vom Verbündetstatus. Kann man hiervon noch was? So, ich glaube, jetzt sind wir... war das verbündet? Ja. Okay. So, jetzt sind es unsere Kumpels. Hi. Wir versuchen immer als Dorf zu wachsen. Das ist schön. So, ach so, ich muss den Spüsteib, wo
waren das? Ach so, das ist dieses Spießteil, ne? Da. Da. So, hier. Hier ist was. Da. Wo ist das nächste? Da. Ich vermute mal, ich war da schon in der Nähe. Hier. Hier ruht der große König Sabba vom ersten Schmutzerdorf an der Oberfläche. Mit seinem letzten Atemzug folgte er der Spur zur großen Feldeiche, schluckte das Spüstal und spuckte es auf den höchsten Punkt ihres Stammes. So hoch hat es bis zum heutigen Tage niemand mehr gespuckt. Derjenige, der ihn übertrifft, wird aber über Wissen verfügen, das für die Schmutzler von großer Wichtigkeit ist. Ich könnte ja versuchen, die Spucke hochzuschießen. So, was soll ich entdecken? König Sabas vermerkt es in der größten Eiche nahe des Schreins auf dem Feld. Das ist die da. Die ich da sehe. Okay. Guck es mal an. Hätte man auch so schaffen können, ohne hier die Fraktion zu bestechen. So, das ist die größte Eiche hier. Damit? Da war ich. Oder... Eine Schriftrolle. Sie scheint zu beschreiben, wie Stämme ihre Ressourcen bewahren können und wahrscheinlich auch, wie man an Sablika kommt. König Sabas Geheimplan? Das sollte genug sein, um es einem Häuptling zu zeigen. Und ein König Sabas Spistalfragmente. Okay. So, ich muss den Status freundlich oder neutral bei den Schmutzlern haben. So, und die Schmutzler sind... Was sind die Schmutzler? Oh, da bin ich gerade feindselig. Eieieiei. Ach, okay, das ist die Übersetzung. Hier sind sie nicht übersetzt. Die Litter sind die Schmutzler. Das heißt, ich muss... Ich mache mir mal eine Marke dahin, die jetzt wieder ein bisschen gnädiger stimmen. Aber erstmal... Erstmal mache ich sie platt, wollte ich gerade sagen. Heilen, heilen, heilen. Ich bin gleich wieder tot. Oh, da kommen die nächsten. Ich hau ab.
Spiel pausiert. Ich bin feindselig. Warte mal, ich werde sie... Immer noch feindselig. Spießtal. Wir geben... So. Immer noch feindselig. Okay, super. Du, ihr müsst aufhören. Wenn die einmal im Aggro-Modus sind, geht es nicht so ohne weiteres. Ja? Die leben doch, die können bloß nicht schwimmen. Leute. Ich hab nicht mehr. Eigentlich musste ich aus der Kamera eliminieren. So, jetzt aber. Jetzt können wir es dem Chef geben. So, wo ist der andere, den wir... Hier liegen noch die anderen Kramsen. Unsere Ressourcen ein bisschen wieder aufkippen hier. Wir müssen oben zum Big Boss und können eben halt dem Schmutzhäuptling das Ganze dann übergeben. Da denkt man, dann hat man schon die bessere Ausrüstung, dann ist das doch nicht so. Okay, ich könnte ja noch öfter so machen, ja, aber das vergesse ich einfach immer wieder. Dass ich eigentlich ein Schild habe, mit dem ich mich schützen könnte. Aber naja, passiert. So, mein Freund, dir gebe ich jetzt das Ganze. Der Mensch. Hallo, ich heiße Hugh und bringe dir König Sabbas Plan. König Sabba, wie kannst du es wagen, auf diese Weise von unserem Allmächtigen zu sprechen? Ich habe einen Weg gefunden, ihn aus König Sabbas legendärem hochgelegenen Spital zu gewinnen. Was hat dir das gebracht? Er scheint Wissen zu enthalten, wie man Ressourcen effizienter bewahren kann und das könnte was zurückbringen. Sablika? Sablika, du machst wohl Witze. Dieses Zeug hat schon seit Urzeit niemand mehr gesehen. Aber bevor wir hier weiterreden, was ist denn bei der Sache für dich drin? Naja, ich will alles wissen, was du über den Irrtum zu wissen weißt, ne? Warum willst du das denn wissen? Für Forschungszwecke. Euer Ermächtiger hat anscheinend Informationen, die ich gebrauchen kann. Das könnte stimmen. Wenn du König Sabbas Plan mit uns tauschst, werde ich dir helfen, dorthin zu gelangen. Warum auch nicht? Okay, beeinflusse das Schmutzerdorf mit Konservierungswissen. Hä? Ah, die Übersetzung ist ein bisschen bescheiden.
Oder zumindest schwer zu verstehen. Gucken wir mal, was kommt. Ah, ich glaube, zum Händler gehen, ne? Und dann wieder Dinge tun. So, mein Freund. Konservierungswissen. Was ist Konservierungswissen? Friedensvertrag? Effizienzplan? Was ist ein Konservierungswissen? Spucker-Axt-Idee. Eine Axt behandelt mit einem bestimmten Spalt, damit sie länger in Wunden stecken bleibt. Aha. Spucker-Bogen. Was soll ich jetzt machen? Beeinflusste das Schmutzerdorf mit dem Konservierungswissen. Warte mal, hier sind die wichtigen Gegenstände. Oh, da haben wir ja die Hälfte schon gesammelt, oder was? Oder die Hälfte der Arten von Gegenständen. So. Ja, was soll ich... Was soll ich jetzt tun? Konservierungswissen. Oder muss ich hier was... fertigen? Warte mal. Ah, ich muss was fertigen. So, ich habe jetzt viel mal Konservierungswissen. Dann schauen wir mal, wie wir sie beeinflussen können. Oh. Oh. Stumpffelsen nehmen sie. Okay. Und Spistale. Okay. Schmutzler Überfall, fuck, die brauchen wir bestimmt nochmal. Und wenn wir hier so ein... Ja, das könnte passen. Was haben wir hier noch? Ein Sandstein. So. Ich tausche nur mit Freunden. Oh. Das ist natürlich doof. Ja, tauscht du mit Freunden. Das heißt, ich muss jetzt wieder zur Tauschstation. So. Das ist eine merkwürdige Markierung. Achso, Hue 1. Mhm. Dieses Territorium ist unsere Spezies heilig. Wir werden immer versuchen, dieses Dorf zurückzuerobern, da es unser Hauptdorf ist. Ah, okay. Das heißt, dieses zu überfallen wird wahrscheinlich eher... wird zwar funktionieren, aber sie werden immer wieder zurückangreifen. So, Spießtal. Nee. Da wirkt fast gar nichts. Auch dieses Konservierungswissen. Achso, Weichglas sowieso nicht. Margeriams Stumpffelsen. Stumpffelsen haben wir ja einige. Aber irgendwie... Guck mal, das bewirkt fast gar nichts. Warum nicht? Ach, der Friedensvertrag. Warte mal. Oder war es der Effizienzplan? Nee, der Effizienzplan nicht. Das ist der Friedensvertrag. Okay, warte mal. Friedensverträge können wir doch bestimmt fertigen, oder? Hier. Da müssen wir natürlich auch immer morden und brandschatzen. 5 Stück haben wir jetzt. Damit können wir die wahrscheinlich sehr schnell umstimmen. So. Und jetzt sind wir da oben wieder feindselig neutral. Ach, ja. Hi, Mr. Marvelous. Das Game beim Looten von Waffen und Rüstung wie beim Witcher. Jein. Also, man findet, dass man Rezepte findet, beziehungsweise eben halt die Vorlagen wie bei Witcher, ja. Dass man sie produzieren muss, ja. Das ist aber auch die einzige Art und Weise, dass man seinen Charakter
nach oben bringt, also sprich mehr Leben bekommt oder mehr Rüstungswerte bekommt, ist allein durch die Rüstung selber. Das heißt, man findet dann diese Rezepte oder kriegt die Rezepte, kann dort die Gegenstände erstellen oder eben halt hier die Klamotten und die haben dann, man sieht es hier unten, ich kann jetzt schlecht hier hinzeigen, hier unten dann sieht man, was das für Auswirkungen hat. Also das würde dann hier 3 von 5 Sternen auf Leben geben oder 2. Und dementsprechend verbessert man dadurch seine Items, beziehungsweise sein komplettes A, Aussehen und B, eben halt Widerstandsfähigkeit und Kampffähigkeit. Genauso ist es mit den Waffen. Das heißt, ich habe letztens, gestern habe ich jetzt hier aus Versehen ein Rezept eben halt hier gefunden für dieses Schwert. Man sieht halt 5 Sterne, mehr geht wahrscheinlich gar nicht. Und das war auch schwierig zu produzieren, weil haufenweise Gegenstände notwendig waren. Warte mal, da. Auf der rechten Seite sieht man die Sachen, die man dafür braucht. Und ja, da wird es ein bisschen leichter. Genau, es gibt kein Level-Up in dem im Spiel, zumindest habe ich keins gesehen. Und es gibt auch kein Aufwerten von den Gegenständen an sich, also dass man sie dann nochmal erweitern könnte, noch verbessern könnte. Es ist relativ einfach gehalten. Dafür gibt es ein relativ ausgewogenes, ich nenne es jetzt mal politisches System zwischen diesen einzelnen Fraktionen, die man dann hochputschen kann und mit denen man handeln kann. Teilweise kriegt man hier halt auch Rezepte, die man dann kaufen, durch Tausch natürlich kaufen kann. Und wir müssen jetzt hier, ich glaube, diesen Tauschhandel mal machen. Mal schauen, ob das funktioniert. Nee, das reicht nicht aus. Hat es vorhin nicht mit dem Spistal hier wunderbar geklappt? Das war doch so richtig... Manchmal verstehe ich die Sache nicht. So. Wir haben sie beeinflusst und für die Switch soll es die Tage irgendwann geben. Ist es schon raus? Ich weiß es gar nicht. Ich habe bloß gesehen, also ich habe es ja mit Kickstarter mitverfolgt und unterstützt. Ich habe bloß gesehen, dass es eine Switch-Version geben wird, aber ob die schon da ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, es sollte aber ganz fluffig laufen und wunderbar für nebenbei auf der Switch funktionieren. Meine Meinung. Die Hauptstory soll nicht so sonderlich lang sein, aber wenn ich dran denke, was ich alles schon tun muss, allein für die Hauptstory und wie riesig die Karte bzw. die Welt ist, diese Insel hier, das ist schon Wahnsinn. Du hast Konservierungswissen auf Albamar verbreitet. Diese Einsichten, die Varianten werden von den Dorfhändlergruppen auf der Insel im Umlauf gebracht. Dörfer mit diesem Einflussnehmer im Inventar werden mit der Vorratshaltung von Ressourcen und Munition entlang der Häuser ihrer Bewohner beginnen. Okay. Sammle Sablika von den neuen Kisten in der Nähe der Dorfhäuser. Okay. Ich habe Sablika hier noch gar nicht gesehen. Oktober soll schon kommen. Okay, cool. Ich werde es mir für die Switch dann nicht holen, weil ich habe es ja hier für den PC schon. Aber vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Fassung, dass die Kids dann an der Konsole spielen können. Ach so, das Sablika muss ich jetzt sammeln, sonst kann ich nicht mit ihm. Ich werde ein bisschen mehr. Ja, ich muss jetzt dieses Sablika sammeln. Wo muss ich denn das holen? In der Nähe von den Häusern hat er geschrieben. Mal gucken. Manchmal ist das ein bisschen umständlich, alles herauszufinden. Weil das Spiel doch darauf ausgelegt ist, alles selber herauszufinden, zu entdecken und zu machen, zu tun. Deswegen läuft man am Anfang ein bisschen irre durch die Gegend. Manchmal weiß man nicht so richtig, was man tun soll, weil eben halt die Areale relativ groß abgedeckt sind. Aber ich denke mal, das ist der Reiz von dem Spiel. In der Nähe von den Häusern sind Sablika-Kisten jetzt wahrscheinlich irgendwo aufgestellt. Mal schauen. Häuser waren, glaube ich, da hinten. Nee, da waren keine Häuser. Hier ist eine Kiste. Mal gucken. Halt. Aussteuerbräu. Mhm. Da ist so eine Kiste. Da ist Sablika. Sehr gut. Davon haben wir jetzt wie viel? 2. Hier brauchen wir.
Also, bis auf die Kämpfe ist das eigentlich ein relativ ruhiges Spiel für meine Verhältnisse gesehen. Die Kämpfe können mitunter sehr fordernd sein, weil es nicht trivial ist. Er schlägt dahin, wo die Kamera hinguckt, und manchmal wird halt bei den Schlägen eben halt auch gedreht, je nachdem, wie hektisch man gerade ist. Vielleicht ist es auf der Konsole mit einem Controller noch ein bisschen anders als mit der Maus. Das kann möglich sein, aber mehr Tabletten. So. Aber jetzt speziell mit der Maus ist es dann doch ein bisschen, naja, könnte besser sein. Oder ich verrutsche einfach zu schnell. Und dementsprechend habe ich da so mein Problem ab und zu. So, ich denke mal, das reicht. Da können wir jetzt zum Häuptling gehen und das abgeben. Und vielleicht kriegen wir dann von ihm den Input, den wir brauchen, um eben halt weiterzukommen. Im Prinzip müssen wir jetzt wahrscheinlich zu allen anderen Fraktionen, also eine haben wir schon, das ist jetzt hier die zweite. Müssen uns da ein bisschen wieder nach oben in der Gunst bewegen und dann kriegen wir deren Wissen über, wie schimpfte sich das? Gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Du hast es geschafft. Ein Wunder. Direkt vom Allmächtigen. Lass mich das mal probieren. Das ist wirklich in Ordnung. Abgemacht. Ist abgemacht. Hier ist das, was du brauchst, um zur Quelle unseres Wissens zu gelangen. Du musst etwas Sabulika auf die Sockel bei unserem Schrein platzieren. Dann faste. Erschöpfe dich. Und dann werden wir schon sehen, ob dir der Allmächtige Zugriff auf unsere Pfade gewährt. Na, in der uralten Höhle musst du dann den Thron finden. Dort wird sich dir das Wissen des Allmächtigen präsentieren. Ich werde es versuchen. Okay, wo müssen wir denn hin? Ach, ist ja gleich hier um die Ecke. An einigen Stellen ist die Übersetzung noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Oh. Zeit zum Fasten. Es passiert gar nichts. Ich bin immer noch voller Energie. Werde erschöpft und kehre. Ach so. Wird es erschöpft, kriegen wir hin. Ach so. Dann sollte ich so ein bisschen umrennen. Ja, mal ein bisschen kämpfen und uns dann. So, gleich sind wir erschöpft. Ist der blaue Balken oben unter dem Lebensbalken am Boden. Okay, ich glaube, das sollte jetzt genügen. Wir sind jetzt erschöpft. Und auf da. Immer noch nicht? Doch, jetzt. Die ganzen Leuchtepunkte. Das ist ein Pfad, den wir laufen müssen, richtig? Ah, mein Kopf, wie geschieht mir? Ja. Können wir das einsammeln? Nein. Wir müssen einfach nur laufen. Okay, ich futter mal ein bisschen was für ein bisschen Energie zum Laufen. Kann ich die hier mitnehmen? Und ein bisschen einsammeln? Ja, kann ich. Jetzt würde mich aber interessieren, ob wir angegriffen werden in der Phase hier. Achso, das sind die Leuchtesteine. Stimmt. Was? Ah, Tatsache, da kommen. Cool. Was? Achso, der ist gestorben. Wir müssen
da oben hin. Okay, dann gehen wir gleich da nach oben. Ach, da unten rein, was? Okay. Ansonsten ist das Spiel gespickt mit sehr vielen Rätseln und Puzzeln und sonstigen Sachen, was wirklich interessant ist. Was haben wir hier? Scharfe Pfeile. Aha. So, wir haben hier einen Fahrstuhl. Beziehungsweise ein Dings. Achso, und zurück. Wir haben Gegner. Und ich glaube, wir müssen darüber. Die Frage ist, wie? Hier ist ein Fels vor, also bleibt bloß die eine Seite möglich. Was? Schon wieder. So. Könnten wir was tun? Ich mache aber erstmal die Dinge hier auf. Wo geht es hier oben hin? So. Ein paar Gratispfeile. So, hier kommen wir wahrscheinlich erst durch, wenn wir hier weiter vorangeschritten sind. So. Da ist ein Hebel. So, was bringt uns das jetzt, dass wir hier sind? Hier hoch wahrscheinlich? Aha! Hier fehlt eine Fackel. Und man kann natürlich hier auch runterstürzen. Ich hoffe mal, das passiert nicht. Sprach er und stirbt fast. Ah. Ich hoffe, ich komme hier runter. Oh Gott. Ich glaube, ich muss da drüben wieder rüber, ne? Ja, ja. Oh. Teleport. Auch gut.
ist nichts weiter. So, jetzt aber. Dann ja, haben wir. Ja. Oh, das wird ein riesengroßes Puzzle. Muss ich hier denn schon lang? Ich habe gar keine andere Möglichkeit, ne? Ich probiere es mal. Okay. Jetzt muss das wahrscheinlich wieder in die entgegengesetzte Richtung drehen. Ach so. Ja, so geht's auch. Ja. Puh. So knappig. So. Ich kann da drüber auf den. Das könnte klappen so. Hoffe ich mal. Nein! Nein, 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 nein! Ah, verdammt. Aber okay, das funktioniert ja ganz gut so. Ach komm! Mach nicht so Quatsch! Verdammt! Bin ich... Nein, bin ich nicht. Wir waren doch fast am Ende. Also nochmal. Ach so, ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Ich glaube, dazu müssen wir erst die Symbole wieder sehen. Nein! Mach doch nicht so kurz einen Sprung. Springen! Einfach springen! Jetzt aber. Ah, da ist das Ding, was wir brauchen. Das war... irgendwo mussten wir das reinpacken. Ach so, genau, da drüben. Warte.
Da. Hui, Junge. Ein paar Bären. Das muss die Quelle sein, von der der Häuptling gesprochen hat. Das Leben auf Albamar, wie wir es kennen, wird sich bald ändern. Die Gerüchte treffen zu und die Gefahr ist groß. Alle Spezies auf der Insel müssen sich versammeln und über das gemeinsame Überleben diskutieren. Wir mögen einander nicht besonders, aber die Bedrohung erfordert Einigkeit. Das scheint mir ein Aufruf zu einem Treffen in größerem Rahmen zu sein. Aber wer ruft dazu auf und warum? Das sollte gut genug sein, um es an den Tambas für ihre Forschung zu bringen. Okay, damit haben wir den 2. von 5. Sehr schön. Man hat nicht nur die Schmutzler zu einem Treffen eingeladen, sondern alle Spezies auf der Insel, denn dieses Großereignis drohte, das Leben auf Albamar zu ändern. Und jetzt müssen wir hier wieder raus, und raus geht nur... Hier. Sehr gut. Das heißt, die nächste Mission steht dann an.